Hallo du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley mit mir, eure Fenja. Und solltest du neu hier sein auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und kommentiere doch ganz fleißig. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, wir haben gestern die letzte Prüfung gemacht bei Merlin und ich bin jetzt im Sumpf. Und habe schon das letzte Kraut hier gesammelt. Endlich! Das heißt, wir können jetzt an der Werkbank irgendwas für Donald herstellen. Und das werden wir jetzt auch machen. So. Hi, Scar. So, denn wir sollen ja was für Donald herstellen. Genau, Otto Rusprichtikus. Endlich. endlich. Oh Mann. Hat bei mir ziemlich lange gedauert, aber wir haben es jetzt endlich. So, wo ist denn Donald? Wo treibt er sich denn rum? Er ist bei sich zu Hause. Na denn? Dann gehen wir mal zu ihm nach Hause. Sozusagen. Oder? Ach nee, wir sollen das Merlin bringen. Entschuldigung. Entschuldigung, Donald, dass ich dich störe. Er ist immer noch im Restaurant, okay. So. Geben. Oh, Hallöchen. Ah. Ist ein bisschen spät, weißt du? Ein ziemlich starker Duft, den du da aufgewirbelt hast, nicht wahr? Das sollte genügen. Riecht großartig. Vielleicht würde Dagobert es gerne als neuen Duft verkaufen, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Lass uns dies versuchen. Ah, genau wie ich vermutet habe. Der Geruch hat die Zeitkapsel intrigelt. Okay. Was das Öffnen und Untersuchen des Inhalts angeht, nun, das überlasse ich dir. Und jetzt lauf. Ich laufe. Warte mal. Öffne die Zeitkapsel und sieh nach, was sich darin befindet. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Okay. Eine Schatzkarte. So wie es aussieht. Warte mal, das... hier... Hey, das ist doch hier die sonnige Ebene. Und so. Sprich mit Donald über das, was du herausgefunden hast. Jetzt aber. Jetzt aber. Oh, junge Fenja, du musst die Zeitkapsel geöffnet haben. Ich fange an, mich an mehr Dinge zu erinnern. Darin befindet sich eine Karte, auf der drei Orte auf der sonnigen Ebene eingezeichnet waren. Drei Orte auf der sonnigen Ebene. Dort muss ich alles versteckt haben, was ich für mein spezielles Projekt brauche. Los, schauen wir nach. Bitteschön. Okay.
Ich hole mal die Schaufel schon mal raus. Und wir fliegen zur sonnigen Ebene. Komm mit, Donald. Ich habe Donald verloren. Donald? Okay. Wir haben ihn vergessen. Wir haben ihn verloren. Wieso hast du so lange gebraucht? Ich war schneller als du. Quark, was ist denn? Was ist in den ganzen Kisten? Und warum kriege ich keine auf? Da muss irgendeine Magie dahinter stecken. Die sehen aus wie Mini, als sie ihn hier und dort versteckte. Das ist es. Sie steckte zwischen den Welten fest und hasst Mickey mit dem Dreamlight-Verstärker geholfen, sie zu befreien. Ich wette, Mickey hat ihn noch. Ich werde ihn fragen, ob ich ihn mir ausleihen kann. Okay, wo ist Mickey? Mickey, 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 wo treibt sich Mickey rum? Mickey ist bei sich im Haus, okay. Hey, hier drüben! Hallo Fenja, was kann ich für dich tun? Ich möchte den Dreamlight-Verstärker ausleihen. Donald und ich haben ein kleines magisches Problem. Natürlich. Jetzt, wo Mini wieder da ist, brauche ich ihn nicht mehr. Danke, Mickey. Ich werde gut auf ihn acht geben. Bis bald. Okay, so, jetzt müssen wir benutze den Dreamlight-Verstärker für die Kisten. Okay, das machen wir. Ah, jetzt juckt mein Ohr. Ein Moment. Das juckt. Entschuldigt. Okay. Da ist noch eine. Ich dachte, wir müssten graben. Aber anscheinend brauchen wir nicht graben. So wie es aussieht. Aber ich will vor gerne ein Bild machen von einer Kiste. Dafür möchte ich gerne so, so und ups, wo sind wir? Da sind wir. So, ein bisschen ranzoomen. Da ist eine Kiste, sieht aus wie ein Würfel. Sie sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Würfel. So, lass mich raten. Jetzt müssen wir die zu Donald bringen. Wer hätte es gedacht? Wo treibt er sich jetzt rum? Ach, da oben. Wow, sieh dir das ganze Zeug an. Es ist ein Haufen mechanischer Dingstars und Zubehörteile. Ja, genau. Ich erinnere mich, ich wollte einen Brunnen für das Dorf bauen. Oh, aber es fehlen noch ein paar Teile und selbst wenn ich sie alle hätte, wüsste ich nicht, wie ich ihn bauen könnte. Na toll. Gib mir den Dreamlight-Verstärker, ich bringe ihn Mickey zurück. Hä? Ich dachte, ihn soll ihn behalten. Danke, Donald. Das vergessene Projekt vollständig. Okay.
300 noch nicht auf Level 10 gekriegt? Okay. Ja, läuft bei mir. Oh, armer Donald, jetzt ist er über meinen Rock gestolpert. Aber nun gut, dann würde ich sagen, war es das heute für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst mir doch ein Abo da, kommentiert ganz, ganz fleißig, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao, eure Fenia. Tschüss.